Welche Rolle spielte damals und heute für dich eigentlich Gott und die evangelische Kirche? Ich finde das ja alles so, also wenn ich das gewusst hätte, Gregor. Ja. Also wirklich. Ich muss jetzt eine Geschichte erzählen. Nein, ich muss jetzt eine Geschichte erzählen. Ich frage nichts Intimes. Ich kenne Intimes. Gregor auch schon sehr lange, meine Damen und Herren. Und ich habe dir schon mal erzählt, in deiner Gegenwart, da war er noch Anwalt, da kannte ich ihn schon. Und ich wohnte damals mit meinem damaligen Mann Thomas Brasch in der damaligen Wilhelm-Pieck-Straße, heute Torstraße. Und Gregor kam immer ab und zu aus seiner Anwaltskanzlei vorbei und dann haben wir Kaffee getrunken und dann hat er geplaudert so aus der Anwaltskanzlei. Und dann hat er meine absolute Lieblingsgeschichte, ich muss sie erzählen. Er hatte uns dann ganz verzweifelt erzählt von einer alten Dame, die offensichtlich ihr Testament machen wollte, die wohl schon sehr alt war. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann müssen Sie ein Formular schön ausfüllen. Und dann kam sie wohl nach einer Woche wieder mit dem Formular und dann stand Name, geboren und so und dann stand Geschlecht. Und die Dame hat wohl sehr nachgedacht. Es stand dann da drin Oval. War nicht falsch, ne? Ich hab mir nur große Gedanken gemacht, wie die alte Dame gelitten hat, das festzustellen. Aber ich muss dir noch was erzählen. Ich hatte einen Bekannten, der immer den berühmten Personalbogen in der DDR ausfüllte und da war immer die Frage soziale Herkunft. Und da solltest du schreiben, Arbeiter oder Bauer oder Intelligenz. Und der schrieb immer, ja. Das hat nie einer gemerkt. Das hat nie einer gemerkt. Das hat mir auch gefallen. Jetzt nochmal dein Verhältnis. Wie war und wie ist dein Verhältnis zu Gott und zu Jetzt wollte ich das mit Oval so schön umschreiben. Ja, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Ich finde irgendwie ein Leben ohne Religion so fantasielos.